Eine großartige Volkspartei, die laut Umfragen bei 70% bei der nächsten Bundestag liegt, hat in diesen Tagen 150. Geburtstag. Wir gratulieren herzlich der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, der SPD. 150 Jahre SPD. Wir haben die wichtigsten Stationen der SPD mal hier für Sie ein bisschen zusammengefasst. Eine großartige Partei, die natürlich auch schon schwere Zeiten, aber sehr standhafte Zeiten erlebt hat in früheren Jahren. Und wir steigen ein mit dem wahrscheinlich erfolgreichsten Politiker, den die SPD jemals hatte. Kennen ihn noch alle? Das ist wer? Willy Brandt. Das kommt zügig, das kommt enthusiastisch. Das kommt mit einer Begeisterung, als hätte man gerade zwei Karten fürs Matthias Reim-Konzert gewonnen. Das war Willy. Willy war ein Charismatiker. Mit Willy hat im Grunde der amerikanische Wahlkampf in Deutschland Einzug gehalten. Es wurde Willy wählen, ja, Bürger für Willy Brandt. Man hat damals, viele sind wegen Willy in die SPD eingetreten und deswegen in jeder Gemeinde ab 400 Einwohnern steht ja das Denkmal des unbekannten SPD-Wählers, das man hier aufgebaut hat. Denn damals hatte die SPD unter Willy 1920 45,8% bei der Bundestagswahl. Lieber Peer Steinbrück, 45,8%. Das wird zu schaffen sein, weil Willy selber hat ja auch Bruder Johannes hier aus Nordrhein-Westfalen dann später gestützt, als der Kanzler werden wollte. Und dann lief es ein bisschen ungünstig. Dann hat Willy gesagt, 42% sind auch ein schönes Ergebnis. Und das war damals, wurde das als negativ gewertet, wenn man nur 42% hatte. Aktuell liegt die SPD, glaube ich, bei 21. Dieses Denkmal, da gibt es natürlich Nörgler, die schon wieder sagen, ja, muss das denn sein, überall diese Willy-Denkmale. Und dann wird im wahrsten Sinne des Wortes runtergekübelt auf dieses Denkmal. Von irgendwelchen Schmutzfinken. Ja, ich sehe, viele von Ihnen sind begeistert und sagen, Mensch, hey, live, da wird hier so ein Trick gemacht. Was ist denn, wenn das schief geht? Haben wir vorgesorgt. Unser Departement für Requisiten hat Notfallscheiße bereitgestellt. Haben wir für so einen Fall, und zwar extra, schauen Sie mal hier mit. Es ist eigentlich relativ hell und flüssig, aber hier mit schwarzen, festen Teilchen durchsetzt. Wenn es also geklemmt hätte, hätte man hier richtig noch was gehabt zum Nachlegen. Zum Glück ist alles gut gegangen. Willy, das wissen alle, wurde unterstützt von, hier kippen mir die Frauen um für den nächsten Sketch. So, jetzt habe ich es wieder. Willy wurde unterstützt von Künstlern, allen voran natürlich Günter Grass, der im VW durch Deutschland fuhr, selber Plakate geklebt hat, gesagt, wenn ihr nicht Willy wählt, gibt's einen mit der Pfeife. Lieblingssänger von Willy war, man glaubt es kaum, Heino. Hat seine Frau Brigitte auch verraten in der Biografie. Ja, Willy hat ganz gerne Volksmusik geguckt, Musikantenstadel. Sie hat für ihn Eintopf gekocht und Willy guckte Karl Moik, weil er einfach schön mitgeklatscht hat. Da, 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 die, die, dim, dim, dim. Ja, jeden Abend in Onkel war das zu hören. Und bevor Heino das mit der Sonnenbrille hatte, da werden Sie viel noch erinnern, trat er ohne Brille auf. Es waren immer Künstler, die die SPD unterstützt haben. Ja? Die CDU hat auch Unterstützung, aber eher so kräftige Typen wie Ralf Möller zum Beispiel. Buddy, I miss you. Ralf Möller unterstützt die CDU. Heute unterstützt zum Beispiel Klaas und Joko die SPD. Wenn irgendeine eine Oma nicht SPD wählt, schneidet ihr Klaas sofort die Haare. Dann Boss Hoss, sind solche SPD-Fans, wollen sich umbenennen in Genosse Hoss, um das zu symbolisieren. Also das war der Erfolg von Willy. Und der Haupterfolg, den verdankte Willy wem? Den Frauen. Willy hatte eine magische Wirkung auf Frauen. Er war verheiratet mit Ruth Brandt, der unglaublich charismatisch, sympathischen Norwegerin. Später dann hat er sich von ihr getrennt, ich glaube per Fax. Und nachdem er erstmal wortlos aus dem Haus gegangen ist, heiratet dann Brigitte Seebacher Brandt, die heute, glaube ich, verheiratet ist mit Hilmar Kopper, dem Chef der Deutschen Bank. Man kennt sich, man sagt, hallo, adio, wollen wir heiraten und alles Gute. So. Und dann hatte Willy natürlich jede Menge Journalistinnen, naiv wie er war, dachte, die wollen ein Interview, aber sie wollten alle
von ihm sozusagen August Bebel erklärt bekommen, persönlich. Lange Zeit hieß es, Wiebke Bruns hätte, was mit ihm gehabt hätte, im Zug eine Perlenkette vergessen. Aber Wiebke Bruns konnte klarstellen, nein, es war eine andere Kollegin vom Stern, die es eigentlich war. Und wo immer Willi auftrat, Tausende von Frauen, es mussten Straßen gesperrt werden und Schlangen wurden eingerichtet. Es, auf Willi wartete praktisch Marilyn Monroe, Queen Elizabeth, Marlene Dietrich. Der Stern hatte eine eigene Redaktion mit Frauen eingerichtet, die nur für Willi zuständig waren. Dann waren es der SPD-Ortsverein, die Frauen aus Lübeck-Kücknitz, die gesagt haben, wir wollen Willi mal näher kennenlernen. Die katholische Frauenvereinigung hat zuerst mal eine Frau geschickt, um zu gucken, ob Willi, wie er so drauf ist. International Schlange, 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 Schlange. Und um die Frauen überhaupt für Willi einigermaßen abzuhalten, war er hier zuständig. Wer war das? Ihn kennt man. Günter Guillaume. Günter Guillaume war offiziell Spion. Das wussten alle, weil die SPD hat gesagt, wir müssen mal einen Spion einstellen, der Willi ein bisschen hilft. Aber er war eigentlich der Frauenbeauftragte der SPD. Er trug immer die Sonnenbrille und hatte einen Bauchladen mit Salzgebäck und kleinen Getränken, um den Frauen ein bisschen Getränke zu reichen, bis sie bei Willi dran waren. Willi und Ruth Brandt war das Power, das erste Mega-Power-Paar der deutschen Politik. Sie waren im Grunde die deutschen Kennedys. Wir haben hier für Sie die Plätze 1 bis 3 der internationalen Powerpaare aufgestellt. Das war John F. Kennedy und Jackie Kennedy. Platz 2, die Obamas. Und Platz 3... Platz 3, Brangelina. Pitt, Brett und Angelina Jolie nach dem Motto, adoptier mich oder krieg einen Anfall. Da können wir, die einzigen, die bei uns in Deutschland in etwa ranhalten, ist auf Platz 4, erkennen Sie? Harald Göckler und sein Lebensgefährte Dieter Schroth. Ja, so, also das war, wie gesagt, die große Zeit. Willi war ein Genussmensch, oft stand er morgens auch nicht auf, blieb eine Woche im Bett, bisschen Depri, dann musste Egon Bahr oder Horst Ehm gekommen und sagen, Willi aufstehen, regieren. Und er hat gerne auch einen getrunken, bis man gesagt hat, Willi, ich glaube, du musst dich ein bisschen bremsen. Und dann hat Willi gesagt, okay, dann trinke ich keinen Alkohol mehr, sondern nur noch Wein zum Essen und Bier gegen den Durst. Und die Marketingstrategie Tegen der SPD, da der Spitzname eh Willy Brandt oder Willy Brandtwein war, haben auch diesen Slogan hier entwickelt, mit dem man gesagt hat, man holt jetzt auch die Wähler rüber, die sich für nicht Politik interessieren, aber doch gerne mal zum Glas greifen. Denn Willy ist wunderbare Brandtweine, süffeln selbst Kapitalistenschweine. Das war nicht wahlentscheidend, aber es hat die Wechselwähler rübergeholt. Das heißt, also, Willi hat aufgehört zu trinken. Ja? Er saß in seinem Büro und sagte, ich muss Friedenspolitik machen, ich muss Friedenspolitik machen. Aber gefrühstückt wurde, ein Cognacchen morgens zum in die Gänge kommen. Und das war das Tolle an der SPD-Legende. Willi schwamm oben. Ja? Willi schwamm oben. Das heißt... Eine Flasche war ja wohl okay für einen Politiker, der so viel arbeitet. Dann hieß es, habt ihr schon gehört, CDU beantragt Misstrauensvotum. Was? Um Gottes Willen, da haut mir wieder auf die Magennerven. Noch eine Flasche. Ist egal. Und das ist das Fantastische. Die Arbeit wurde keine Sekunde lang vernachlässigt, sondern mit seinem Schreibtisch schwamm Willi praktisch mehr oder weniger übertragen durchs Kanzleramt. Und das war auch der Grund, warum er bei den Wodka-gestellten Freunden in der Sowjetunion so beliebt war. Das erinnert man ja auch. Leonid Brezhnev ging ja mit einem Transparent über den Roten Platz, mehrere Stunden am Tag und Willi wählen. Die Russen haben das im Grunde sehr, sehr befördert, denn das war das große Thema Wandel durch Annäherung. Dadurch kam es ja dann in letzter Konsequenz zur deutschen Einheit, die Aussöhnung mit den Staaten im Osten. Und man hat dann ein bisschen gefeiert. Das sah so aus, als diese Wandel durch Annäherung konkrete Politik wurde. Sie sehen auch die Karriere von Heidemarie Wieczorek-Zeul. Hat dann hier angefangen bei den Feierlichkeiten im Kreml. Das war also die eine Seite. Die eine Seite. Die sinnenfrohe Seite der SPD. Aber es gab auch die andere. Und ich glaube, dass man bei Sky jetzt sagt, hey, geil, endlich mal wieder eine Herbert-Wehner-Parodie. Oder? Für die jungen Zuschauer.
endlich mal wieder. Ne? Herbert Rehner, Parodie. Und wenn es nicht reicht, dann machen wir es einfach eine halbe Stunde, so lange, bis es der Letzte gefressen hat. Einfach mal die schönen alten Herbert Rehner Parodien wieder aufleben lassen. Hier sehen wir ihn. Herbert Rehner, der Fraktionsvorsitzende der SPD, der Zuchtmeister der SPD, der große Stratege. Wer sich nicht mehr an Herbert Wehner erinnern kann, Herbert Wehner war ungefähr so hart wie fünf Felix Magaths. Das haben wir hier mal aufgestellt. Ja. Da war Schluss mit lustig. Er kam mit der Aktentasche. Er brachte sich sein Butterbrot von zu Hause mit. Das hat ihm Greta geschmiert und eingepackt. Er saß in jeder Sitzung des Parlaments von Anfang bis Ende dabei. Und wenn es Zoff gab in der Fraktion, das heißt, wenn Leute Widerworte gaben, mussten sie beim Antreten und dann hat er die Fraktion zusammengefaltet. So sah das aus, wenn Wehner die Fraktion zusammengefaltet hat. Erst hat er sie zur Schnecke gemacht und wenn das nicht ausgereicht hatte, auch noch zur Sau. Das war die gute alte Fraktionsarbeit und Herbert Wehner konnte, und das kann man sich gar nicht nahe genug anschauen, Gift und Galle spucken. Hey, schon der zweite Special-Effekt, der klappt. Mann, hätte da was schiefgehen können? Nein, denn Notfallgalle. Notfallgalle. Es war auch ein großer Hit, den Wehner immer auf der Weihnachtsfeier gesungen hat. Pi, Galle, Pi, Galle. So heißt die große Mautefalle mitten in Paris. Und er war ein wirklich Unterstützer und Freund von Willy Brandt. Das muss man sagen, er hat versucht, Willy zu helfen, indem er, als er in Moskau war, über ihn gesagt hat, der Herr badet gern lau. Und das hat man dann irgendwie wieder eben falsch zugetragen. Dann gab es ein bisschen Stress. Und die andere Seite war die im Grunde eher konservative Seite der SPD. Man hat schon gesagt, die beste CDU, die es je gab, das ist heute hier. Zum Beispiel, wer ist das? Peer Steinbrück. Und natürlich der Altkanzler. Es kommt der nächste Special-Effekt. Und ich muss hier erst für diesen Effekt dieses Röhrchen mit Alkohol desinfizieren. Denn man hat mir gesagt, man weiß ja nicht, wer es den Nachmittag über schon im Mund gehabt hat. Wobei ich sage, Mund, da hat man noch Glück gehabt bei unserer Branche. Aber Riesen Helmut Schmidt-Gag. Ach so, Sie dürfen nicht verraten. Wieder diese Erkältung. Deswegen kann ich ja nicht zum Matthias Reim-Konzert. Dachte, die Reaktion wäre größer. So, schnell ausmachen. Nicht, dass ich das Rauchen wieder anfange. Schrecklich. Fürchterlich. So, das war also Helmut Schmidt, Peer Steinbrück. Dann hatte man hier im Grunde die Marxisten, die noch die ganze linke Tradition hochgehalten haben. Im Grunde Oskar Lafontaine mit der Brille, der noch in der Tradition von Karl Marx eigentlich lange Zeit gedacht hat, bevor er dann überraschend eines Nachmittags nach Saarbrücken abgereist ist. Und das war im Kurzen der ideologische Werdegang. Erst war es der Feudalismus, der die Menschen geknechtet hat. Ja? Leute wie Graf Dracula. Dann wurde er abgelöst durch den Kapitalismus. Dann wurde das erreicht, was Marx immer sich erträumt hat, die Diktatur des Proletariats. Das haben wir heute verwirklicht. Ja, das ist keine Illusion mehr, das ist erreicht. Ja. Das heißt, alle Menschen leben
Ja, gleich. Es gibt keine Unterschiede. Keine gesellschaftlichen Unterschiede mehr. Und wenn Sie jetzt fragen, wie ist der Stand der SPD heute? Er ist fantastisch. Das ist Berlin, das ist die Parteizentrale, das ist die junge SPD. Immer eine Hand am Kinderwagen, die sogenannte Gabriel-Doktrin. Falls die Presse vorbeikommt, hier feiern auch noch Leute, die viel, viel, viel erreicht haben, wie zum Beispiel Bundeskanzler Gerhard Schröder. Agenda. Ich sehe gerade, da haben wir ein bisschen geschludert. Schau mal, was er für silberne, graue Haare hat. Das kann doch nicht sein. Jeder weiß, Gerhard Schröder hat total natürlich dunkle Haare. Ja. Oh, das hätte mich jetzt geärgert, wenn das schiefgegangen wäre. Und auf der anderen Seite sind das hier, wie wir es gerade wieder am 1. Mai erlebt haben, die ehrenwerten Kämpfer für mehr Gerechtigkeit, die auf die Straße gehen mit ihrer Überzeugung. Und da sagen natürlich viele, sind das jetzt nur noch so kleine Wähler, die die SPD hat? Sind die nur noch 5 Zentimeter groß? Nein, wir haben hier für Sie den aktuell größten SPD-Wähler, den es zurzeit gibt, aus Berlin eingeflogen, unser lieber Kollege Mirko. Mirko, der das wie immer hier großartig mit Bettina und mit Holger zusammen gebaut hat, diese ganzen Figuren weiterentwickelt. Die gibt's ja so gar nicht im Original. Und Sie wissen natürlich, zur SPD gehört Musik, gehören diese klassischen Arbeiterlieder, mit denen man eine ganze Menge auf dem Marktplatz motiviert, kriegt international über die Grenze hinaus. Wenn bei der SPD gesungen wird, dann ist es so, dass zum Zeichen davon die Parteizentrale nach hinten geklappt wird. Brüder zur Sonne, zur Freiheit, Brüder zum Licht. Ja, und dann ist Schluss. Und sagt, oh, das war eigentlich schön. Tempo, hell aus dem dunklen Vergangenen. Liebe SPD, 150 Jahre, herzlichen Glückwunsch, weiter so und toi, toi, toi für den 22. September. Unter anderem, das war unsere kleine Geschichte der SPD, leicht zusammengefasst auf menschliche Höhepunkt. 150 Jahre SPD.